So, ihr kennt das, Leute. Ihr seid auf dem Weg zur nächsten LAN-Party, aber euer Tower-PC passt nicht in den Polo, ja? Ist ein bisschen, sagen wir mal, kleine Zeitreise. Ich muss mit meinen Gaming-Buddies da unten jetzt bonden. Wir wissen, wie der Hase läuft da. Du kennst die Regeln nicht in meinem Spiel, weißt du? Absolut, jeder kennt das, ne, wenn beim Super Nintendo die Cartridge total verfusselt ist, ja. Man muss wieder reinpusten. Das sind einfach die Probleme, die uns tagtäglich irgendwie umtreiben, ja. Top Gear 3000 daddeln, ihr kennt das, ne. Das sind momentan die Dinge, die uns Spaß machen, oder? Ja, uns Gamern, ja. Ladies and Gentlemen, wir daddeln die ganze Nacht. Die Rubrik, auf die wir alle ganz lange gewartet haben, wir Gamer ganz besonders, ne. Let's play! In Minecraft HD Plus Folge 1000. 1000 Jahre Random Brainfucks. Let's Play Minecraft. Von Gronkh wird der Meilenstein unter anderem mit dem Besiegen des Enderdrachens, dem Abonnement-Namen vorlesen und gewaltiger Zerstörung gefeiert. Let's Play Minecraft. Zur Folge 1000 mal eben mein ältestes Rollback, was ich auf... Hallo meine lieben Jungs, mein Name ist Dena. Die Highlights von Dena, zusammengefasst in Dena Style 4.0. Minecraft, Prop Hunt, GTA Online und ein bisschen Real Life. Ladies and Gentlemen, es ist endlich soweit. Auftakt zu Staffel 7 und Meilenstein zugleich. Minecraft Season 7, Folge 1, One Fucking Million. Let's Play Minecraft Together, Folge 1 HD, mit dem gesamten Team Pizmeat. Direkt gecreeper. Boah, yo, Alter, hör mal bitte auf, so schwul zu reden. Pedo mit 16, Teamspeak, Action, Maction, Broken Thumbs TV redet mit den Abonnenten. Auch mit Erdbärchen, kleiner 3. Was ist? Pass auf, Erdbärchen, Ausrufezeichen, kleiner 3. Ich finde, das ist eine wichtige Information dazu. Ja. Damit hallo und herzlich willkommen. Ghosts ODBB Nummer 92, Best Killcam Ever, von Commander Krieger. Live-Commentary zu Call of Duty Ghosts. Er hält von rechts, oder was? Ja, Schuss verwehrt. Nice. Da war noch einer. Bin ich auch, weil wieder läuft ja schon wieder gut für den letzten Platz hier. Ja, nice. Von Bobby Volley bis GTA Online ist alles dabei. Best of Pizmeat 2013. Mal vielleicht. Und nicht geschafft. Schade. Aber nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft. Boah, Junge. Seine Peitsche benutzen, wie ich das bei deiner Mama immer jede Nacht mache. Aber warum machst du das? Knall ich dir immer richtig auf den Arsch, wenn man so schon die Stiegen und so. Echt die beste Situation, um solche Sprüche mal loszuwerden, ohne einen handfesten Streit zu bekommen, wenn einfach der Nebenmann ja komplett konzentriert ist, ja, dann kann man das sagen, ja. Ich erinnere mich, wir müssen es sagen, wir sind hier zu Gast, ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, aber natürlich dürfen wir nicht auf Experte machen, ne? Das ist Quatsch, ne? Wir können da glaubhaft bleiben. Ich weiß noch, dass du irgendwann mal mit so einem Handdings vom Arzt in die Arbeit gekommen bist, da hattest du eine Sehnenscheidenentzündung, und zwar vom Candy Crush spielen, ja? Und das ist kein Scheiß, ne? Also so viel zu unseren Gaming-Erfahrungen, hey. Ja, musst du gar nicht die Hände vors Gesicht halten. So. Wer hat gewonnen? Dreimal dürft ihr raten, oder fünfmal. Herzlichen Glückwunsch, Gronkh. Ach, hallo Kinder. Na, da habt ihr mich aber gerade erwischt. Ich wollte mir gerade mal ein bisschen eine kleine Stärkung machen. Da habt ihr mich gerade hier mitten in der Küche erwischt. Aber hey, dann gehen wir eben los. Ich habe nämlich heute was Schönes für euch vorbereitet. Ein paar Kleinigkeiten brauchen wir dafür noch. Aber bestimmt sind wir gleich fertig. Euer Onkel Paule macht das schon. Jetzt gehen wir aber erstmal kurz rüber. Und schwupp dich, da holen wir die Sachen aus der Kiste. Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, wir haben auch alles da. Das wird ein Spaß. Ich freue mich schon. Das wird super. So, hier haben wir nämlich Schwarzpulver, brauchen wir ein bisschen. Das kitzelt so schön in der Nase. Und hier haben wir, damit das Ganze vollständig ist, nehmen wir noch ein bisschen Sand. Und keine Sorge, natürlich basteln wir ein bisschen Dynamit. Aber Dynamit ist ja, das ist ja für kleine Mädchen. Und sowas wollen wir gar nicht machen. Sowas haben nur Babys, nämlich in der Krabbelgruppe. Ne? Wir machen heute was anderes. Wir haben das jetzt mal ausgeblendet.
Was geht sonst? Ja, das ist tatsächlich der Gewinner, ja. Und es gibt natürlich eine Dankesrede. Wir haben jetzt jemanden hier stehen, der ein bisschen was sagen kann zum Verbleib von Gronkh. Er ist heute nicht hier. Danach wird er nochmal, sagen wir mal persönlich, wenn er auch nicht hier ist, zu Wort kommen. Aber Fabian kann ein bisschen sagen, wo Gronkh gerade ist. Wo ist er denn? Ja, der konnte leider nicht kommen. Der ist heute Gronkh. Nein, der ist in Los Angeles. Danke, dass du mir diesen Titel für heute Abend abgenommen hast. Dankeschön. Ja, eigentlich wollte ich mich nur nackig ausziehen, aber das ist ja auch schon durch, schade. Popo kannst du noch zeigen. Ja, auf der After-Show-Party. Oh mein Gott. Ganz ehrlich. Das Internet vergisst nie, mein Freund. Was machst du montags um 21:15? Da mache ich erstmal Pause, wahrscheinlich so wie Gronkh und Sarazar gerade auch. Die sind im Moment in Los Angeles, hängen da wahrscheinlich am Strand rum, wobei bei denen ist jetzt früher Nachmittag, da liegen sie wahrscheinlich noch im Bett. Was die da machen, also nicht im Bett, sondern in Los Angeles, das erfahrt ihr auch in den nächsten Tagen. Die sind nämlich da für ein cooles neues Projekt für Studio 71, ich bin dann irgendwann auch mit dabei, aber das verraten wir erst die Tage. Und deshalb von mir an dieser Stelle als Repräsentant vielen Dank im Namen von Gronkh. Schade, dass er nicht da sein kann, aber ihr erfahrt mehr von ihm. Und auch vielen Dank von mir persönlich, denn eigentlich habe ich ihn bei mir im Keller eingemauert, weil ich diesen Scheißpreis hatte. Wo ist der denn jetzt? Ihr labert alle so viel, ne? Ja, eben. Den haben wir Didi gegeben. Ja, nein, diesen Preis, den werden wir, genau, den hat Didi den ganzen... Didi hat zwei gekriegt, wir haben gesagt, wenn er nicht da ist, ne, ja. Komm. Nein, den werden wir ihm schon zukommen lassen, dann wird es Mittel und Wege geben. Und jetzt, lieber Fabian, liebe Zuschauer, liebe Leute da draußen im Cyberspace, ja, hier ist, ja, ist so, wer sich selber einlädt, der bleibt bis zum Schluss. So, bitte sehr, hier ist Gronkh nochmal für euch in der Dankesrede. Die Sonne geht weg, wir machen jetzt einen Filter drauf, bin gleich wieder da. Hallo Freunde und Daheimgebliebene und viele Grüße vom Baggersee hier in Wanne. Wir entschuldigen etwaige Tonprobleme, es war ziemlich windig. Der Mann scheint sich offensichtlich zu freuen, einen Preis gewonnen zu haben und bekundet seiner Freude jetzt lautstark Ausdruck. Ich fasse mir mal an den Arm und ich freue mich so. Danke für den Preis, das ist voll super. An dieser Stelle folgt ein hysterischer Freudentaumel. Seine Glücksgefühle kann er weder verbergen noch fassen. Was er jetzt sagt, verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht. Nein, das interessiert wirklich niemanden. Belangloser könnte man eine Dankesrede nicht halten. Jetzt erwähnt er seine traurige Kindheit und dankt sehr vielen bedeutenden Persönlichkeiten, die Hälfte davon hier im Raume. Ich gucke dabei besonders Sie an. Fühlen Sie sich bitte angesprochen jetzt. Dankeschön. Er sagt Dankeschön. Dem Mann kullert eine Träne im Auge herunter. Man sieht es nicht genau, aber die Gefühle wallen hoch. Mein Herz buppert. Es buppert bis nach Wuppertal. So laut buppert es, so der Mann. Ach, so sagt er, wären es doch nur ganz viele kleine Preise statt einem so großen, so könnte ich sie unter allen Anwesenden hier verteilen, so dass jeder hier heute ganz viel mit nach Hause nimmt und auch einen eigenen Preis. Jeder hier, so der Mann, habe einen Preis verdient. Vor allen Dingen der da vorne. Ja, genau Sie. Und auch die eine da drüben. Die geile Schnitte. So der Mann. Preis Wanne-Eickel, vielen Dank. Es ist mir eine große, große Ehre. Und ich gehe jetzt mal wieder Pfandflaschen sammeln, damit ich mir einen Rückflug leisten kann. Tschüss! An dieser Stelle im Video folgt jetzt ein wenig Schwarzbild. Das dient nicht nur der Völkerverständigung, sondern sieht auch einfach besser aus. Muss man einfach sagen. Und ja, man sieht es bereits, der Webvideopreis, da werden nur die professionellsten Videomacher ausgezeichnet. Dieses Video ist dafür einfach Beleg. Das ist fast schon wie Hollywood zum Anfassen sozusagen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel von den Sitzen aufstehen würden und zum großen Bildschirm laufen, zum großen Screen laufen und einfach mal anfassen, das
ist Hollywood zum Anfassen. Naja gut, nicht ganz, wir sitzen hier gerade am Venice Beach. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Auszeichnung. Ich hätte gern ein cooleres Video gemacht, aber leider bin ich blöd. Und habe außerdem nur einen Kindergartenabschluss und selbst den habe ich mir nur erschlafen. Insofern hat es leider nicht für mehr gereicht. Ich bedanke mich außerordentlich einfach mal bei allen Anwesenden, bei allen, die hier gerade noch sitzen, bei allen, die dieses Video hier erdulden und auch bei allen, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam mit dem Minecraft Folge 1000. Ich habe keine Ahnung. Ich will da jetzt auch keine Tiraden erzählen. Ich habe das Video jetzt eh schon hier auf 3 Minuten oder so. Ich möchte Ihnen auch gar nicht weiter die Zeit stehlen. Auf jeden Fall viele, viele Grüße hier aus Wanne-Eickel am schönen Baggersee. Der Flug war leider sehr teuer, deswegen konnten wir dann nicht mehr zum Webvideopreis. Nächstes Mal geht das aber, da fahren wir dann per Anhalter oder schlafen uns einfach durch, wie gewohnt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Habe ich mich schon bedankt? Doch, habe ich schon gemacht. Ne, habe ich schon gemacht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einen Zettel zum Knistern, damit es cool kommt, als hätte ich gerade die Rede aufgeschrieben. Habe ich jetzt hier, warte mal, ich habe jetzt hier all möglichen Scheiß. Eine Tüte habe ich hier auch, also aus Plastik, keine zum Rauchen. Wenn ich jetzt hier mal knistere, ja, das war meine vorgeschriebene Rede. Da steckt einfach Liebe in jeder Zeile drin. Ich habe hier 30 Seiten geschrieben. Ich habe das einfach mal zusammengefasst ein bisschen. Vielen Dank nochmal und euch allen einen wunderschönen Abend. Tschüss. Horrido. So kennt man ihn, so liebt man ihn. Gronkh.